Es gibt viele verschiedene Gründe, warum ich die Bibel lese. Ein Grund ist zum Beispiel, weil ich selber erfahren konnte, wie Verse, die ich schon gelesen habe, in Erfüllung gegangen sind. Ich mache mir zum Beispiel viel zu viele Gedanken und Sorgen über gewisse Sachen, anstatt die einfach Gott zu überlassen und ihm zu vertrauen. Er hilft nämlich und gibt viel mehr, wie ich mir das einmal denke. Wenn ich die Schöpfung anschaue, sehe ich zwar, dass es einen Gott gibt, aber in der Bibel hat er uns direkt seine Gedanken mitteilt. Er hat uns gezeigt, dass er seinen einzigen geliebten Sohn für uns als Kreuz gegeben hat, damit er dort für uns stirbt. Und zwar, damit wir mit Gott können Kontakt und einen Austausch haben. Oft habe ich die Bibel gelesen und es hat mir direkt die Zitation hineingeredet. Und ich habe gedacht, es kann gar nicht sein, dass Gott genau weiss, was jetzt meine Situation ist. Und dann habe ich einfach merken, dass da wirklich Gott persönlich mit mir redet. Darum ist es auch so grundlegend wichtig, dass wir die Bibel lesen, um den Austausch mit Gott zu haben. Für mich gibt es zwei wichtige Gründe zum Bibel lesen. Einerseits lerne ich meinen Gott immer besser kennen. Andererseits lenkt es in meinem Alltag meine Gedanken auch auf meinen Gott, weg von den Sorgen. Die Bibel ist schon sehr alt und trotzdem ist sie noch top aktuell. Weißt du, es ist ja so, im oft turbulenten Alltag als Mutter muss ich mir einfach die Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen. Weil sonst habe ich keine Chance. Es ist einfach, Gott redet persönlich durch die Bibel zu mir. Und dadurch bekomme ich einfach wieder Kraft für jeden Tag. Und ich komme auch innerlich zur Ruhe. Und das ist das, was für mich einfach Hauptbestandteil ist von einer lebendigen Beziehung. Dass ich kann hören kann, was Gott mir durch die Bibel zu sagen hat. Die Bibel ist für mich das wichtigste Buch, das ich habe. Es ist ein extrem wertvolles Buch. Und der Grund dafür ist, die Bibel gibt mir eine Richtung vor in meinem Leben. Wenn ich Fragen habe, wenn ich nicht weiter weiss, kann ich in der Bibel lesen und ich bekomme eine Antwort, ich bekomme eine Wegrichtung. Und das Besondere ist bei der Bibel, sie ist immer gleich, sie verändert sich nicht. Und insofern kann man die Bibel auch mit einem Kompass vergleichen, der immer in die gleiche Richtung zeigt und sich nicht verändert.